Frage. Dankeschön und Applaus. Ja. Ja, vielen Dank. Ich rede auch lieber ohne Mikro. Ich hoffe, es ist okay für euch. Okay. Es ist ja jetzt die letzten Stunden über schon die Messlatte relativ hochgelegt worden, was so die Vorträge anging. Und ich habe auch die ganze Zeit so kurz gezuckt, geht es jetzt ein bisschen zu sehr in die Richtung von meinem Thema. War jetzt nicht der Fall. Ihr könnt das hinterher gerne beurteilen, ob das vielleicht doch so war. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich ziemlich gut passt. Ja, Faktor Mensch, Human Factors ist ein Thema, was seit einigen Jahren so ein bisschen in der Szene kursiert, sage ich mal. Diejenigen, die seit April 22 ihre A-Schein-Prüfung gemacht haben, hatten auch schon einen Prüfungsfragen-Block dazu, wo einfach das Bewusstsein für die ganze Thematik einfach deutlich am Steigen ist und das auch meiner Meinung nach deutlich, also definitiv zu Recht der Fall ist. Genau, also nochmal vielen Dank an die vorherigen Referentinnen und Referenten. Das war wirklich eine super Vorarbeit. Es sind einfach viele Aspekte schon so angeschnitten worden, die einfach super wichtig sind. Wir wollen uns heute genau mal anschauen, warum das Ganze jetzt überhaupt so wichtig ist. Wir haben hier mal die Unfallursachen mal habe ich mal so dargestellt, relativ überspitzt natürlich. Ist recht klein geworden, aber so klein ist es halt auch. Hier steht andere, da Pilotin. Also am Ende kann man ja irgendwie sagen, dass jeder Unfall einen menschlichen Faktor hat. Weil es ist einfach so, dass Geräteversagen gab es früher teilweise mal, so eine Serie von Karabinerbrüchen, das ist schon wirklich lange her. Natürlich kann man sich irgendwelche Kollisionen herleiten, wo vielleicht jemand 500 Meter drüber in einen Spiralsturz gerät und mich abschießt, wo ich einfach nichts dafür kann. Aber dann hatte auf jeden Fall die andere Person oder hatte der Unfall trotzdem was mit Human Factors, mit dem Faktor Mensch zu tun. Ich würde mich definitiv zu der Aussage hinreißen lassen, dass einfach jeder Unfall seine Ursache eigentlich im menschlichen Versagen hat. Es wurde eine Startentscheidung getroffen. Der Grund, weswegen ihr da in der Luft seid, das seid ihr. Ja, ihr habt euch dazu entschieden, den Schirm, das Gelände, die Tageszeit, die Bedingungen auszuwählen und in den Bedingungen eben auch dann den Start zu forcieren. Da gibt es so einen Spruch in der Fliegerei, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Starten ist optional, Landen ist verpflichtend. Das heißt, wir haben es bei der Gleitschirmfliegerei auf jeden Fall mit so einem permanenten Handlungszwang, kann man das nennen, zu tun. Also es gibt einfach keinen Moment, wo wir uns erlauben können, nichts zu tun oder komplett den Fokus zu verlieren oder wild durch die Gegend zu filmen und zu schauen und zu machen und zu tun, um uns nicht auf unseren Flug und unsere damit verbundene Aufgabe zu konzentrieren. Wir haben auch keine Pausetaste. Na, beim Autofahren, wir hatten jetzt vorhin häufig die Analogie irgendwie zum Autofahren, zum Motorradfahren. Man hat schon relativ regelmäßig die Möglichkeit, an einem Parkplatz rechts ranzufahren, stehen zu bleiben und sich einfach der kompletten Gefahr zu entziehen. Ja, dann fährt man halt nicht mehr, ist ausgestiegen, steht auf seinen Beinen irgendwo im Grünen und es ist alles auf der sicheren Seite. Wenn ihr beim Fliegen die Entscheidung getroffen habt zu starten, dann müsst ihr mit dem umgehen, was da kommt. Meistens ist das, was da kommt, unsichtbar. Ja, also das ist sowas, wo man natürlich im Vorhinein durch eine ausführliche Beobachtung am Startplatz der schon fliegenden Pilotinnen und Piloten sicherlich Informationen sammeln kann und sich auch so ein Stück weit dadurch mental auf den Flug einstellen kann. Aber am Schluss ist trotzdem nicht gesagt, dass in den 20 Minuten vorm Start, wo ich denen zugeschaut habe, es noch exakt genauso ist, wie wenn ich jetzt in die Luft gehe. Na, also das ist einfach was, wo wir super, sehr in dem Moment sein müssen, wo wir ein Situationsbewusstsein brauchen. Wir müssen permanent abwägen, passt es nicht. Auf der anderen Seite ist es für mich, glaube ich, der Reiz in der ganzen Geschichte. Also so, Andreas hat es ja angeschnitten, seit 20 Jahren bin ich jetzt am Fliegen und eigentlich könnte man ja denken, es wird irgendwann langweilig. Aber ich habe wirklich lange im Vorhinein nachgedacht und überlegt und es gibt ganz, ganz wenige Flüge, wo ich sagen würde, der war so wie der davor oder wie der danach. Oder also eigentlich jeder Flug ist anders. Ne? Und die Bedingungen sind immer, wenn es nur ein bisschen ist, unterschiedlich. Die eigene persönliche Verfassung ist unterschiedlich. Und das ist halt einfach was super wichtig und ich finde auch einfach ein sehr, sehr spannender Punkt ist in dieser ganzen Angelegenheit. Und häufig ist es so, dass Unfälle oder Vorfälle dann passieren, wenn es zu Fehlerkaskaden kommt. Also es ist selten ein Fehler, der zu einem Unfall führt. Es ist häufig ein initialer Fehler, der falsch weitergetragen wird durch eine Überreaktion, durch eine zu geringe Reaktion, die dann im Endeffekt die Kaskade dazu führt, dass es wirklich gefährlich wird. Aber ihr habt wirklich häufig auch viele Optionen, noch das Richtige zu tun. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Einklapper und das spiralt runter und das war's, sondern man kann ja die richtigen Handlungsweisen eben für die jeweiligen Situationen auch lernen. Und
eben auch ja, sehr gut visualisieren, durchdenken, sich reindenken und eben ja, einfach von vornherein darauf eingestellt sein. Weil ihr wisst alle, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir haben Stärken, wir haben Schwächen und die sind halt super individuell verteilt. Ja, also das ist einfach was, wo jetzt wahrscheinlich keiner von euch das die gleiche Persönlichkeitsstruktur hat, sondern dass bei jedem irgendwo ein Mühe anders ist, wenn es vielleicht auch auf den ersten Blick irgendwo ähnlich ist. Es ist einfach unmöglich, dass wir jeden Fehler ausmerzen. Dafür sind wir Menschen. Na, also wir machen Fehler, da können wir uns sicher sein. Irgendwann, bis morgen Mittag, werde ich bestimmt ein paar Fehler gemacht haben. Auch jetzt nicht nur beim Fliegen, sondern auch so im Leben. Na, das passiert halt. Das ist immer die Frage, wie man im Endeffekt damit umgeht. Weil man könnte auch so ein Mindset sich hernehmen, Fehler sind Helfer. Also euch wird durch einen Fehler gezeigt, wo ihr noch Potenzial habt, wo ihr Herausforderungen habt, wo ihr euch im Idealfall irgendwie weiterentwickeln könntet. Wichtig ist eben, dass die Fehler ja, beim Gleitschirmfliegen zumindest so ausgehen, dass ihr halt davon lernen könnt. Ja, und dass es nicht irgendwelche so krassen Erfahrungen sind, die ihr dadurch macht, dass ihr vielleicht keine Lust mehr habt zu fliegen oder eben auch einfach verletzt davon getragen werdet. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass ihr euch selbst kennt. Also ihr solltet eure Stärken, eure Schwächen kennen. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei vielen schon angekommen, dass sie das machen. Manchmal ist vielleicht die Realität noch so ein bisschen was man deutlicher mit einfließen lassen könnte. Also man hat eher so ein Wunschbild von sich als ein realistisches Bild von sich. Und natürlich ist es auch so, dass ich gerade wenn ich Bedingungen einschätze und ich sehe andere fliegen und es sieht super gut aus, wir wollen das ja alle. Ja, wir machen das ja, um den Sport auszuüben und um den Spaß daran auch zu haben. Aber es ist halt einfach super wichtig, dass ihr euch selbst einschätzt und nicht die da durch die Gegend fliegen, weil am Ende geht es um euch. Ja, das ist halt immens wichtig. Ich würde da jetzt so eine kleine, ich habe es mal Selbstreflexionsreise genannt, machen. Ihr dürft gerne, also ihr müsst die Erkenntnisse nicht preisgeben, ihr könnt es gerne für euch machen. Einfach, dass ihr euch so ein Stück weit in euch reinversetzt, euch überlegt, wie bin ich da, wie bin ich in solchen Situationen. Wie gesagt, ihr müsst es hier nicht teilen, aber es wäre halt super, wenn vielleicht ein bisschen was davon mit in die zukünftige Fliegerei vielleicht getragen wird. Ich glaube, damit ist schon dem Ganzen viel geholfen. Ja, nehmt euch gerne erstmal einen Moment. Das sind so ein paar Verhaltensweisen. Kommt aus dem Englischen, also es sind gefährliche Verhaltensweisen in der Luftfahrt. Man kann sagen, dass sich da einige nicht doppeln, aber in eine ähnliche ja, Überkategorie gehen. Also Passivität und Selbstaufgabe sind sehr ähnlich, genauso wie die Selbstüberschätzung und die Unverwundbarkeit. Wo man sicherlich sagen kann, Passivität und Selbstaufgabe sind eher naja, zu geringe Reaktionen, geschockt sein, Angststarre, solche Sachen, die einfach in der Situation hemmend wirken, wo ihr dann vielleicht ja, einfach zu wenig macht und zu zurückhaltend agiert. Während Selbstüberschätzung und dieses Unverwundbarkeitsgefühl eher eine Geschichte sind von vielleicht ein bisschen einem zu großen Ego und zu viel wollen. Der Leistungsgedanke, den hatten wir vorhin schon angesprochen, dass der meiner Meinung nach ja, für viele oder viele wiegen den zu stark, diesen Leistungsgedanken. Impulsivität ist auch so ein Thema. Also wenn wir halt schnell viel tun, dann ist es oft irgendwie entweder zu schnell oder zu viel gewesen. Dass man da einfach, ja, gucken wir uns ein bisschen genauer an gleich noch. Na, das ist so ein bisschen was, wo man, ja, wo wir jetzt mal reinstarten in das Autoritätsproblem. Das ist ganz witzig, finde ich. Entschuldigung. Also ich denke, viele von euch würden den Satz unterschreiben, oder? Was für mich das Beste ist, das entscheide ich. Kann ich doch am besten entscheiden. Ich kenne mich, ich weiß, was ich will, ich lebe so und das passt auch sehr, sehr häufig und ist sicherlich ja, eine Verhaltensweise oder ein Spruch, den man einen Großteil seines Lebens so ja, leben kann. Manchmal stoßen wir da als Menschen halt trotzdem an Grenzen, die man Regeln nennen könnte. Da kann man sich so ein kleines Beispiel vorstellen. Nehmen wir mal eine rote Ampel. Ihr seid im Auto unterwegs, mittags um 12, es ist viel los, ihr kommt an eine rote Ampel. Wer ignoriert sie? Ihr haltet alle an, oder? Gleiche Ampel, aber die Fußgängerseite. Nachts um 3, nichts los, man sieht keinen Menschen, Ampel ist rot. Wer ignoriert die Ampel? Okay, seid ehrlich. Ne? Also ich glaube, es gehen sicherlich ein paar Hände hoch. Nehmen wir nochmal die Fußgängerampel, mittags um 12, immer noch nichts los, aber auf der anderen Straßenseite stehen zwei Schulkinder. Wer geht rüber?
Nee, ne? Also da kann man ganz schön sehen, wie... Wie eigentlich die gleiche Ampel für euch einfach unterschiedlich bewertet wird. Einmal, oh, ich habe keine Angst, ich habe Angst, dass mein Lappen weg ist, weil ich habe ja ein Nummernschild und man erkennt mich. Zu, es ist nachts um drei, ich kann halt rüberlaufen, man erkennt mich eh nicht, wahrscheinlich werde ich nicht irgendwie aufgehalten. Zu, die Ampel ist zwar rot, eigentlich hindert mich weniger die rote Ampel als mehr der soziale Zwang, ja, dass ich da jetzt nicht unbedingt den Schulkindern was Falsches vormachen möchte. Und genauso gibt es halt auch beim Gleitschirmfliegen diverse Regeln. Kein Start bei Rückenwind, kein Start bei schlechter Sicht. Lauter solche Geschichten, kein Start, also bei Föhn wollen wir nicht fliegen. Und es ist sicherlich so, dass man häufig auch Gegenbeispiele finden kann. Dass andere das machen, dass das funktioniert, dass es auch häufig scheinbar ganz gut funktioniert. Aber ja, es ist halt so ein bisschen so, dass, das ist ein harter Spruch, aber den gibt es in der Fliegerei, sind viele Regeln mit Blut geschrieben. Also Beispiel Herausfallsicherung beim Gurtzeug. Kann man sich schon ganz gut vorstellen, warum es die gibt, oder? Wurde halt zu häufig vergessen. Leute sind aus dem Gurtzeug rausgefallen, es gab tödliche Unfälle deswegen. Und daraufhin wurde dann eben die Regel bzw. die Normänderung bei Gurtzeugen vollzogen, dass das halt nicht mehr passieren kann. Und ja, das ist halt einfach was, wo man immer so ein Stück weit das Ganze auf dem Schirm haben sollte, wenn es darum geht, ob ich jetzt einen Flug wage oder mich vielleicht einer Regel oder einem Ratschlag widersetze oder halt auch nicht. Ja, also das ist so dieses Autoritätsproblem. Impulsivität. Also wir sollten die Situation, wenn ihr euch da wiedererkennt, möglichst gründlich analysieren. Ihr müsst nicht schnell handeln, ihr solltet einen Plan haben, ihr solltet vorab Alternativen in Betracht ziehen. Einfach nicht vorschnell handeln, sondern vorbereitet sein auf das, was halt kommen kann. Und man weiß ganz gut vor einem Flug, was so kommen kann. Ja, also das ist absehbar. Ich starte, ich fliege, vielleicht sollte ich wissen, wie ich mit Kappenstörungen umgehe. Am Ende will ich wieder landen. Aber den Plan, macht den nicht Step by Step 10 Sekunden im Voraus, sondern habt den einfach schon von vornherein am Start im Kopf. Und ihr wisst, wo ihr hin wollt und ihr wisst, was ihr dazwischen tun wollt. Und wenn die Bedingungen so sind oder wenn sie so sind, und am Ende möchte ich auf jeden Fall wieder auf dem Landeplatz landen. Also dass das einfach was ist, womit ihr euch mental auch beschäftigt habt. Und ja, bei der Impulsivität vielleicht auch ein Beispiel aus dem echten Leben. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich will ein Marmeladenbrot schmieren, habe ich 20 Sekunden Zeit, geht das ganz gut, oder? In 5 gibt es wahrscheinlich ein bisschen Sauerei. Ja, also einfach die gleiche Handlung in schnell ausgeführt, wird immer eine sein, die einfach ja, viel unsauberer ist. Das ist eigentlich fast überall so. Wenn ich schnell irgendwas irgendwo hinstelle, eine Kaffeetasse, dann verschütte ich die wahrscheinlich häufiger, als wenn ich sie einfach ganz in Ruhe abstelle. Und da ist einfach ja, wichtig, dass ihr euch da auch nochmal so ein Stück weit versucht zu analysieren. Häufig sind halt auch angelernte Reflexe ein Stück weit ein Thema bei als Unfallursache. Also Abstützreflexe, so ein Klassiker. Hat die letzten 20, 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, wann ihr mit Gleitschirmfliegen angefangen habt, bevor ihr mit Fliegen begonnen habt, hat das super funktioniert, dass bevor ich hinfalle, ich mich abstütze oder ich mich vielleicht auch irgendwo festklammer. Das sind Sachen, die funktionieren echt gut im Leben auf zwei Beinen. Das sind Sachen, die sind absolut kontraproduktiv beim Gleitschirmfliegen. Ja, also wenn es mich irgendwie nach hinten schmeißt und ich stütze mich ab, dann wird, je nachdem wie stark der Stützreflex ist und wie lange ich den halte, ein paar Sekunden danach ist wahrscheinlich Richtung Strömungsabriss gehen. Genauso, wenn ich mich irgendwo festklammer vor Angst, dann ist es auch schon mal schwer, vielleicht einen Rettungsgriff zu ziehen oder auch die richtige Gegenreaktion zu machen, um einem Klapper gegenzusteuern, was auch immer. Also da einfach wirklich, ja, das ist fies, weil es super schwer ist, versuchen diese Reflexe eben sich abzutrainieren oder zumindest sich ihnen bewusst zu sein, um in den jeweiligen Situationen vielleicht doch auch noch da wieder rauszukommen. Also die Neigung zur Impulsivität erfordert eine besonders gut durchdachte und sicherheitsbewusste Entscheidung oder Entscheidungen, dass ihr da einfach immer wieder drauf achtet. Wenn ihr wisst, ich habe da eine Neigung dazu, denkt lieber einmal mehr nach als einmal zu wenig. Dass ihr wirklich vorab euch einen genauen Plan macht. Ihr kennt es vielleicht, Skirennläufer, Bobfahrer, die sieht man vorher vom Start so da durch die Gegend machen irgendwie. Das kann man durchaus auch bei einem Gleitschirmflug machen. Also ganz viele Sachen, die ihr halt visualisiert, vorher mental durchgeht, euch vorstellt, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt da loslaufe beim Start, das hebt mich weg, ich bleibe laufbereit, irgendwann habe ich ein bisschen Höhe, setze mich rein und man das wirklich auch ein Stück weit mit Gefühlen verbinden kann, die man eben bei der jeweiligen Situation schon mal hatte. Es ist nicht eins zu eins so, dass das Gehirn das als Erfahrung abspeichert, aber es ist
erfahrungsähnlich. Also es ist einfach was, wo man super viel vortrainieren kann damit und sich ja bestimmten Situationen einfach bewusst sein kann, wie man damit umgeht und eben dann ja auch handlungsfähig bleibt dadurch. Ja, also wenn ihr beispielsweise einen Einklapper bekommt und ihr bekommt den und müsst dann überlegen, wie reagiere ich nochmal auf einen Einklapper, ist es halt eine andere Geschichte, als wenn ihr euch vorm Flug nochmal kurz hinsetzt, okay, Einklapper würde ich so reagieren und es einfach vom Mindset her so ein Stück weit so angeht bei einem Flug. Es ist toll und es macht Spaß, aber fragt euch häufiger mal, was könnte denn jetzt im Moment schiefgehen? Also so, das ist jetzt kein negatives Denken, aber einfach ein bewusstes sich auseinandersetzen mit den Risiken, die gerade bestehen. Und die sind natürlich anders, wenn es ein 30er Wind hat und starke Thermik dabei oder ich 5 km/h Wind habe und es ist klar, es wird ein Abflug. Also das ist halt so situativ und unterschiedlich, wie ihr da dann eben drauf eingehen müsst. Versucht, Dinge immer gleich zu machen. Also gerade beim beispielsweise Einhängen mit dem Schirm, Starten, diese Geschichten, dass ihr euch da Routinen schafft. Also macht das Ganze wirklich, ja, lasst es heilig sein. Ihr hängt euch mit dem Schirm an oder verbindet euch mit dem Schirm. In der Zeit lasse ich mich von niemandem anquatschen. Egal, ob das jetzt mein Fliegerkollege ist oder irgendein Touri, der fragt, springen Sie jetzt gleich oder was auch immer. Also da ist einfach klar, das ist auch was ich einfach jedem empfehlen würde, lasst euch da nicht stören. Weil das sind immer wieder Sachen, dieses Jahr gab es wieder einen tödlichen Unfall, aus dem Gurtzeug rausgerutscht. Beingurte vergessen. Irgendwie ist gerade auch so ein bisschen eine Thematik mit voll verkleideten Gurtzeugen, dass man da nochmal genauer schauen muss, dass es eine Rausfallsicherung gibt. Und das sind einfach Dinge, die kann man komplett verhindern. Verinnerlicht die richtigen Handlungsweisen. Das ist halt ein Stück weit fies. Ich hatte eigentlich eine Pinzette gesucht. Ich habe dann nur so eine Nähnadel gefunden. Aber es ist halt auch wieder so, je nachdem wie der Tag ist, braucht ihr halt das ein oder andere Werkzeug. Es gibt Tage mit starker Thermik und viel Wind. Da brauche ich gefühlt auch mal einen Vorschlaghammer und muss wirklich auch mal schnell und kräftig reagieren. Während es auch Tage gibt, da ist alles super fein und ganz entspannt und ich mache ganz, ganz wenig. Und diese Vielfalt, die müsst ihr eben erlernen, um das Ganze in möglichst vielfältigen Bedingungen auch dann sicher ausüben zu können. Und ja, da hilft auf jeden Fall ein Plan dabei, also ein Ziel, wo will ich hin, was habe ich vor, dass ihr das Ganze sicherlich mit einfach, ich sag mal, den Überbegriff Training, ne, sowas beim Paul in Meduno, ein TT-Training, vielleicht auch B-Schein, Flugreisen, Groundhandling, einfach diese Sachen, also bleibt dabei. Wenn man dreimal im Jahr einen Schirm auspackt, dann fühlt sich das jedes Mal wieder so an, als würde man zum ersten Mal davor stehen. Und dann ist einfach der Lerneffekt deutlich geringer, als wenn man wirklich sich vornimmt, zum Beispiel einmal wöchentlich einen Gleitschirm auszupacken. Wenn es euch dabei allein langweilig wird, sind wir gern für euch da. Genau. Dieses Thema Passivität und Selbstaufgabe ist eins, das, ja, auch wenn ihr jetzt sagt, ich finde mich da nicht wieder, dann sind es trotzdem Sachen, die euch helfen können. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, oh, ich neige zu Selbstaufgabe, deswegen höre ich mir das an und setze es um, sondern ich denke, das sind durchaus Tipps, die jeder und jede in dem Flugalltag versuchen kann zu integrieren und einfach dadurch sicherer zu fliegen und eigene Fehler ein Stück weit auszuschließen oder ihnen eben doch ja, zuvorzukommen. Wenn ihr mal das Gefühl habt, dass Anspannung zu stark wird oder ihr, ja, ich sage mal, Anspannung ist super, weil sie macht, es ist lebendig dadurch, ne, es macht Spaß, es ist so ein bisschen so ein Kribbeln, eine positive Anspannung. Wenn daraus aber eher was wird, was Richtung Angst oder zu starkem Stress wird, das, was ihr hier seht, nennt sich Quadratatmung. Das ist ein super einfaches Tool, was richtig gut hilft, einfach zu fokussieren und den Moment, ja, sich selbst wieder runterzuholen. Wenn ihr In der Theorie ist es so, dass man sagt, 4 Sekunden einatmen, halten und ausatmen für 4 Minuten. Ich habe da die Quelle nicht mehr gefunden, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das dem Hirn vorgaukelt, es hätte 8 Minuten geschlafen. Nagelt mich da nicht drauf fest, also ob es jetzt wirklich so ist, aber es ist auf jeden Fall super erholsam für euren Kopf. Und ich glaube aber, dass die 4 Minuten während des Fluges vielleicht eine Spur zu viel sind. Also wenn wir bei der 4 bleiben und wir sagen, ihr macht das 4-mal und habt es quasi eine Minute gemacht, dann ist es auch schon was. Ihr könnt auch gern jetzt mal. Das ist was keiner merkt. Ihr könnt durch die Nase einatmen, Moment halten, ausatmen, macht es ein paar Mal und ihr merkt einfach, wie das ja, super klar auf den Punkt bringt und fokussiert und man einfach bei der Sache ist und halt nicht irgendwo im Kopf unterwegs ist. Atmen hilft generell. Also Ziel bei der ganzen Geschichte ist einfach, handlungsfähig zu bleiben. Lasst euch nicht überraschen, weil es ist so absehbar, was passieren kann. Es ist natürlich ein komplexes Hobby. Es kann viele Dimensionen haben und viele unterschiedliche Sachen können darauf einwirken. Aber die Schirmreaktion beispielsweise oder das, was von euch verlangt wird,
Das ist eine Geschichte, die ist absehbar. Und ihr solltet halt permanent dazu in der Lage sein, angemessen zu reagieren auf die jeweiligen Bedingungen und einfach auch 100% in dem Moment jetzt gerade beim Fliegen zu sein und nicht irgendwie anderweitig abgelenkt sein. Super ist es halt, wenn ihr nicht nur den einen Plan habt, den ihr jetzt bei dem Flug verfolgt, sondern gerne auch Plan B, C, D, den das Ganze vor dem Flug zurechtlegen, mental durchspielen, dass ihr euch damit einfach auch, dass ihr es parat habt und dass es nicht sowas ist, was ich mal mir gedacht habe, sondern dass ihr wisst, okay, ich habe das vielleicht 5 oder 10 Mal gedacht und ich weiß, was ich wann tue. Ja. Ihr dürft mich jetzt gerne auslachen, aber B, C, D, ja, habe ich gerne auf dem Kopf, aber mich dann zu entscheiden. Ich müsste jetzt in deinem Vortrag kommen. Da ist dann die Fluglehrerantwort, ist immer, kommt drauf an. Ja, ich finde, was halt wichtig ist, also das verstehe ich. Ich glaube, das ist auch ein Erfahrungsding oder was, wo man einfach, wenn man häufig Sachen so gemacht hat, dann weiß man, der Weg funktioniert wahrscheinlich. Wichtig wär mir eher dann auch zu sagen, D, E, F irgendwann dürfte auch gerne der Rettungsschirm sein. Also einfach auch das wieder nicht zu weit raus wegschieben, sondern die Optionen, die ihr habt, sind begrenzt. Ne? Es ist nicht so, dass ihr da tausende Sachen machen könnt, sondern wahrscheinlich muss man halt so oder so auf eine Situation reagieren. Nochmal, um auf die Unfallanalyse zu kommen, was wirklich deutlich erkennbar ist, ist so eine Geschichte, Einklapper verhängt, Spiralsturz. Das sind viele der tödlichen Unfälle, ich glaube, es waren allein im letzten Jahr 5 oder 6 davon, sind so entstanden. Es gibt vom DHV einen Artikel, der heißt Spiralsturz, du hast 3 Sekunden. Also wenn es droht, in einen Spiralsturz zu gehen und man innerhalb von 3 Sekunden den Rettungsschirm wirft, dann ist man wahrscheinlich noch nicht am Rotieren wie wild, sondern hat noch mehr Zeit. Und das einfach viel mehr auf dem Schirm zu haben, den Rettungsschirm, dass der halt einfach eine Option ist und euch definitiv sicherer runterbringen wird, als wenn ihr das Ding nicht werft, ist halt einfach statistisch erwiesen. Schaut da, dass ihr gerne 20-30% Abstand zur Obergrenze lasst, weil das erkennt man auch ganz deutlich, dass Retter, je höher sie beladen sind, desto stärker steigt die Unfallgefahr oder die Verletzungsgefahr, wenn er benutzt wird. Also ein kleiner Retter mit dem gleichen Gewicht oder ein kleinerer Retter wird immer unfallträchtiger sein als ein zu großer. Ja, wichtig. Ja, gerne. Nee, hau raus. Ich habe aber auch gelesen, dass wenn er zu groß ist, öffnet er sich viel langsamer. Also viel, ich sage nicht, dass du einen 160er Retter nehmen solltest. Ne? Aber wenn du die Wahl hast. Ja, also da ist wirklich so, dass also der Ratschlag ist eigentlich 30% unterm Maximalbeladungsgrad. Das kannst du ja ausrechnen. Mach ich mir mal leicht. Ja. Aber also einfach, wenn du jetzt mit 80 dranhängst und du hast die Wahl 100er oder 120er Retter, dann würde ich sagen, pauschal vielleicht lieber den 120er. Ja, weil du hast einfach eine größere Marge, du kommst auf jeden Fall langsamer an. Retter sind getestet auf Meeresniveau, seid auf 3.500 Meter Höhe unterwegs, ist die Luft dünner, dann geht es schneller runter. Ja, also das sind auch so Sachen, die man da gerne mit einfließen lassen kann in die persönliche Kalkulation, ob man die eine Größe oder die andere Größe hernimmt. Weil vom Gewicht her, wie, was das Ding wiegt, das gibt sich heutzutage nicht mehr so viel. Gut, ja, das erstmal zur Passivität. Kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Unverwundbarkeit. Also PilotInnen, die sich einfach noch nicht ausreichend mit den Gefahren auseinandergesetzt haben. Jetzt meinetwegen hier in Lüsen, gerade der 20. Höhenflug, es lief bisher alles super, hat richtig Spaß gemacht, keine Probleme, nirgends. Warum sollte ich mir dann Sorgen machen oder mich fragen, was vielleicht nicht so gut laufen kann? Also einfach noch so ein bisschen so eine Unbedarftheit vielleicht auch, die natürlich in dem Ausbildungsgrad ein Stück weit monitoriert wird oder wo einfach Fluglehrerinnen und Fluglehrer dabei sind, die natürlich auch dabei helfen, das, was man jetzt gerade wahrnimmt oder wie man sich fühlt, in Bahnen zu lenken, dass es sicher ist, ne, weil ja einfach keine selbstständige Startentscheidung getroffen wird. Aber beispielsweise PilotInnen, denen einfach noch nie was passiert ist, da erwische ich mich häufig, dass ich mir denke, oh, es lief jetzt 20 Jahre ziemlich gut, ich habe mir nichts getan, was soll schon sein? Ne, das hat ja immer funktioniert. Und das ist halt schon sowas, wo ich sagen würde, das ist definitiv was, es ist halt schwer, das in dem Moment zu merken. Also da gehört so ein bisschen mehr dazu, dass man das Ganze dann auch wahrnimmt und sich diesem im Klaren ist. Ist sicherlich wieder so, in der Hektik, in der schnellen Situation würde ich das eher übergehen, als wenn ich jetzt gerade Zeit habe und entspannt bin und die Möglichkeit habe, mir Gedanken zu machen. 2 Aspekte. Einen 3. Aspekt habe ich nicht aufgegriffen mit den Folien, den erzähle ich euch trotzdem. Es gibt was, das nennt sich im Englischen das Intermediate-Syndrom. Also so, ich sag mal, zwischen 80 und 120 Flugstunden vielleicht, 2, 3, 4 Jahre am Fliegen, B-Schein gemacht, läuft eigentlich ganz gut.
und dann halt so ein Stück weit den Absprung in die Selbstständigkeit oder so zu schaffen oder halt auch nicht. Das ist halt so ein schmaler Grat, wo sich wahrscheinlich auch von euch einige wiederfinden. Und das ist halt ja auch einfach eine Sache. Es gibt zu dem Könnenstand immer noch so super viel, was ihr einfach noch nicht erfahren habt. Also das Ganze ist halt so vielfältig, dass es wirklich verdammt schwer ist, auch mit dieser Stundenanzahl und diesem Könnenstand alleine eine sicherheitsbewusste Entscheidung zu treffen. Hängt von der Entscheidung ab, hängt von dem Gelände ab. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ja, so Gedanken, ich bin besser. Versucht generell während des Fliegens Emotionen am besten außen vor zu lassen. Das Ego hat Sendepause. Also ihr solltet nichts machen, weil ihr denkt, ich muss das machen, weil ich dann besser, toller, wie auch immer bin. Also geht analytisch und sachlich vor, dass ihr gründliche Entscheidungen trefft. Ihr könnt aus jedem Vor- oder Unfall was lernen, auch wenn der nicht euch passiert ist, sondern anderen passiert ist. Also gerade so eine Auseinandersetzung mit Unfallanalysen, mit Unfällen ist super wichtig, dass ihr da einfach auch von den Erfahrungen der anderen lernt. Und auch gerade wenn einem selbst mal was passiert ist, versucht auch eure Erfahrungen so ein Stück weit zu subsumieren. Weil man unterhält sich ganz häufig mit Leuten, die hatten einen Vorfall oder einen Unfall, aber wissen gar nicht so genau, was da jetzt passiert ist. Allein am Anfang einen Unterschied zwischen einem Klapper und einem Frontklapper wahrzunehmen. Es hat halt irgendwie geraschelt. Ich gucke, oh, fliegt wieder. Also es ist ganz, ganz schwierig, sich in dem Moment sicher und ehrlich und kritisch zu reflektieren, weil man halt einfach nur die eigene Wahrnehmung hat und nicht genau weiß, vielleicht, was passiert ist. Also generell ist einfach ein Erfahrungsaustausch, sei es mit Fliegerkolleginnen, Kollegen, Fluglehrern, wem auch immer, wer in der Nähe ist und was auch gesehen hat, ist für euch immer förderlich und immer was euch persönlich weiterbringt. Ja, Gruppendruck. Es ist generell super, wenn ihr mit anderen gemeinsam fliegt, weil ihr einfach die Erfahrungen, die ihr macht am Startplatz, auch wieder ein Stück weit subsumieren könnt und nicht alleine entscheiden müsst. Auf der anderen Seite hat es auch so eine Kehrseite, dass man einfach sagen kann, ja, XY fliegt ja auch. Ich habe vielleicht ein halbes Jahr später angefangen mit Fliegen, aber ich bin ja eigentlich ähnlich gut, ich gehe jetzt auch fliegen. Am Ende kann es halt sein, es überfordert euch. Und das ist immer so eine Sache, wo ihr halt euch einschätzen müsst und nicht die anderen, was ich eben gerade schon mal gesagt hatte. Konkurrenzdenken könnt ihr auch zu Hause lassen. Selbstüberschätzung bedarf generell selbstkritischer Reflexion. Die Fehlersuche beginnt immer bei euch. Es sind so viele Unfälle, wo man fragt, und ja, wie ist denn passiert? Ach, der Schirm, das Gelände, der Wind, das Wetter. Es sind so viele Sachen, die erstmal aufgezählt werden, bevor man sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Wetter falsch eingeschätzt. Ich habe mir den falschen Schirm gekauft. Was auch immer. Ne? Also es sind ganz, ganz viele Punkte, die da erstmal vorangestellt werden, wo man nicht sich die schmerzliche Frage stellen muss, was habe ich denn eigentlich gerade hier verbockt? Und das ist aber was euch am Ende viel weiterbringt, weil der Schirm wird wahrscheinlich der gleiche bleiben, das Gurtzeug wird das gleiche bleiben. Ihr müsst halt anders auf Situationen reagieren, wenn es zu solchen kam. Das wär's von meiner Seite. Richtig so. Danke. Vielen Dank.